Ah, ich sehe einen. Ah, Stufe 12 nur. Hier ist noch ein zweiter. Stufe 76. Okay, und ein Wolf ist hier. Also hier sind zwei und unter anderem 76er. Da müssen wir halt erst den 12er töten. Kriegen wir das hin? Weiß ich nicht. Davon ist auch einer. Stufe 104. Oui. Der ist aber einzeln. Ist gut. Da ist er. Ich überlege gerade, ob ich den ein bisschen ranlocke. Wo bist du denn gerade? In der Nähe vom Fluss an sich. Wenn du Richtung Vulkan am Fluss rechts. Der ist aber halt mitten im Wald, weißt du? Ich hab den 88er gefunden. Okay, dann lass den 88er erstmal machen. Muss mir die Stelle nur irgendwie. Ja, es ist halt am Fluss, an dem wiederzufinden wird schwierig. Das ist halt mitten im dichten Wald. Ich hoffe, der verfolgt mich jetzt nicht. Wo ist denn der 88er? Beim Dorf. Okay, ja, dann laufen wir da aber hin jetzt, ne? Nicht mit den Vögeln. Ja. So, wenn wir nicht zu Hause sind, dann müssen wir die Fenster eigentlich zumachen, ne? Finde ich. Vor allem, es regnet gerade rein. Ja. Alles wird nice. So, okay, dann go, go, go. Auf jetzt. So, die Idee ist jetzt erstmal scharf, ja? Ja. Oder also, erstmal Turm. Naja, den Turm zur Sicherheit bauen erstmal. Wo bist du jetzt lang? Links, ne? Ja. Also der ist nach rechts auf jeden Fall. Zum Dorf halt genau hin. Ja, dann... Okay. Haben wir das hinkriegen? Wäre natürlich top, wenn wir den kriegen würden, dann noch den 104er. Das stimmt. Weil ich würde dann halt dann mich gleich auf die Suche nach Sattel machen, wenn das also nach dem Rohstoff, nach dem Mithril oder Eisen. Ja. Und wo muss das ja sein? Stamina darf auf jeden Fall nicht leer sein. Also erstmal irgendwie verlangsamen und dann Schafzauber. Ja, wir können auch erst den Schafzauber ausprobieren. Ja, aber wenn er langsamer ist, trifft man bestimmt einfacher Schafzauber. Ja, wenn er langsam ist und wir sind schneller, dann müssen wir auch keinen Schafzauber mehr machen. Aber es wäre witzig, wenn es gehen würde. Ja, das stimmt schon. Aber nicht, dass du da den Zauber überschreibst oder so. Siehst du, so. Und da vorne ist er. Genau da, wo wir hinlaufen. Okay, also baue ich jetzt hier schon hin. Ich habe da schon in Rot. Ist nicht möglich, ist versperrt. Nicht möglich. Hier wird es gehen. Das ist genau da, wo wir den Turm davor auch hatten. Oh, da kommt Komet runter. Ja, jetzt baue ich es nur 2 hoch. Kann halt sein, dass er dann irgendwo rankommt, aber davor hat es ja überhaupt nicht funktioniert. Was? Das hat doch super funktioniert. Ja, aber dann reicht auch, wenn 2 hoch ist, so wie es vorhin funktioniert hat. Ja, bauen mit Einsatz, hat man eine schicke Rolle gemacht. Das schon, wenn hier eine Leiter ist. Ja, alles klar. So gut. So, wo ist er? Da, wo ich gerade hinlaufe. Soll ich ihn anlocken? Oder willst du ja, wir locken ihn beide. Wir versuchen beide erstmal verlangsamen Zauber auf den zu machen, okay? Okay. Go, go. Oh. Oh. Okay. Alles klar, ich dachte, ich könnte irgendwie noch anvisieren oder so. Hast du ihn erwischt? Hm. Oh, guck mal, wie langsam der ist. Oh, guck mal, da müssen wir den... Oh, niedlich. Die Frage ist auch, wie lange hält das? LOL! Panda 88, na dann lass mal 10. Den gefährlichen Panda.
Oh nein. Oh, okay, verstehe. Aber der ist immer noch langsam. Okay, alles klar. Also das mit dem Schaf geht nicht. Aber das mit dem verlangsam ist doch der Shit. Warum denn irgendwelche dummen Türme bauen oder so? Ist doch viel cooler so. Okay, ich laufe im Kreis. Er geht auf dich. Upsi. Hab ich nochmal verlangsam. Ich auch. Wir sind leicht schneller, ihr seht. Dazu noch eine Rune der Eile und es wäre noch geiler. Hau mal wieder verlangsam einen Zauber drauf. Wenn es geht. Versuchen wir mich nicht zu treffen. Sehr gut. Au. Der ist schon trotzdem ganz schön schnell. Sie. Ich glaube, die Verlangsamung ist kaputt gegangen. Da war ein Holzstamm. Scheiße. Ich glaube, den nächsten Verlangsamer musst du machen. Nee, meine Kristallkugel ist auch kaputt. Okay. Wir müssen den jetzt einfach schnell wie möglich. Der muss jetzt umkippen. Wirkt der Verlangsamungszauber noch? Ich glaube schon. Das wäre, glaube ich, richtig schnell. Wahrscheinlich. Ja, zur Not ziehen wir ihn irgendwie. Ja, nee, nicht von den ganzen Treten wegziehen. Oh, jetzt haben die sich alle aufgelöst, Kreta. Ach, Quark. Ah, ich sterb gleich. Ja, du musst im Kreis laufen. Nee, jetzt haben sich halt die ganzen Treter aufgelöst. Jetzt ist das übel schnell. Ja, ich lass auf den Turm, komm zum Turm, komm zum Turm, lauf zum Turm. Ah, das war schlecht, den da wegzulocken. Okay, ich weiß auf den nicht, Turm. Ob das tatsächlich irgendwie einen Effekt hat, wenn die visuell nicht mehr da sind. Sozusagen. Ach du Scheiße. Rennt der weg? Der rennt weg. Okay, dann hinterher. Okay, Stamina. Rennt du hinterher ich schon mal? Ich bin tot, ey, verdammt. Ey, wir hätten einfach eine Kugel mehr machen sollen. Scheiße. Es ist auch noch eine in dem Ding drin. Die haben wir nur nicht mitgenommen. Schlecht. Hm. Ah, bleib doch hier. Okay, voll schießen erst. Bevor der uns wieder angreift. Der wird ja gleich die Richtung wechseln. Ja. Jetzt. Ich laufe im Kreis. Sehr gut. Au. Fall um. Ah, ich bin gleich tot. Ich auch. Nicht wieder von den Treppen weglaufen, bitte. Ich laufe im Kreis. Ah, oh, wie ich ihn nicht treffe. Hui, das hat funktioniert, das Ausweichen. Fuck. Au. Ah. Okay, ich bin gleich tot. Ich muss auf den Turm. Er liegt. Yes! Nice! Okay, ohne Turm. Boah. Wow. Was denn? Ja, der hat nochmal geschrien. Ja, der schreit dauernd die ganze Zeit, wenn man ihn zähmt. Oh, wir haben's geschafft. Cool. Nice. Ey, lass dann gleich den 104er noch probieren. Wir hauen da jetzt Fleisch rein, richtig viel. Machen uns dann nochmal ein paar Verlangsamungszauber, ein paar mehr und dann machen wir den 104er auch gleich noch. Würde ich vorschlagen. Boah, können wir machen. Dann brauchen wir aber wieder Pfeile. Alles. Ja, das machen wir jetzt schnell zusammen noch. So, bei mir ist auch echt alles im Arsch, ne? Wie sieht die Rüstung aus? Oh, die Rüstung ist auch fast kaputt. Mann, 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 Mann. So, wir brauchen Fleisch. Schafi, tut mir leid, du stehst schlecht. Das war aufregend. Oh, der Hammer. Ja, ich weiß nicht, ob die dann noch funktionieren, wenn. Wenn das nicht mehr grafisch dargestellt wird, die Träte. Aber so hast du mir das erklärt damals. Hm. Also. Und drum ist Kreisränder, dachte ich, das Beste. Ja, das stimmt. Ab geht's. Ja, ich die Hasen wegschnetze. Bam, 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 alle Hasen tot. Wie sieht's aus?
Okay, wie viel kann ich das machen? Zwei. Okay, ich brauche noch mehr magische Steine. Da sind auch noch ganz viele in dieser Zähne. Da hast du schon gefunden. Ja, ich mache das jetzt schon gerade. Also, ich fahre das gerade weg. Oh nein, 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 das klingt gefährlich. Oh nein, an mir ist ein Panda dran. Oh, 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 oh. Meine Rüstung ist kaputt. Oh. Und ich habe den Verlangsamungszauber nicht ausgerüstet. Ja, ich muss kämpfen. Warte, warte, lauf zu mir. Ich hab einen. Er ist halt fast tot. Hast du verlangsamt? Ja. Okay, sehr gut. Okay, hast du Pfeil und Bogen dabei? Du musst jetzt irgendwie auf ihn schießen. Jo, warte. Nochmal verlangsamen am besten, ne? Ich bin bestimmt wieder schneller. Es geht auf dich. Ich hab ihn nochmal verlangsamt. Ja. Ah! Nee, hast du. Ah. Ich bin tot! Ah. Töte ihn jetzt einfach. Hat nicht mehr viel Leben. Ah, Mist, das ist der. Nimm einfach deinen Hammer und hau drauf oder so. Einfach deinen Hammer nehmen. Jo. Gott, war das. So. Ah, ich sehe mich. Das ist ein ganzes Stück woanders gewesen. Krass. Echt? Ja, wie weit bist du denn mit dem Panther noch gelaufen? Anscheinend noch ein bisschen. Okay. Was? So, okay. Boah, Alter, was geht? Ah, hab ich's den auch. Ja, das ist einfach nur den Weg zum Dorf laufen. Okay, dann. Oh, ich hab einen Scheiß. Der ist tot. Der ist gestorben. Was? Ja. Oh, Mann. Hä, woran das denn? Vielleicht an einem Skelett oder so. Es war der Nacht gewesen. Nein. Pass mal einmal nicht auf, ey. Verdammt. Das verstehe ich jetzt aber auch nicht, ey. Oh, hier ist auch noch so ein Skelett, so ein Tottyp. Am Fluss. Zum Fluss runter. Hm. Ach nee, doch nicht. So gut, okay. Also ich besorge jetzt Kupfer noch schnell. Du machst Pfeile zum Zähmen und wir bereiten das jetzt quasi vor, dass wir nächste Session dann gleich den 104er Tiger dann besorgen können. Genau. Ist jetzt dumm gelaufen, dass der Sturm gestorben ist, der 88er. Muss irgendwie ein dummes Skelett oder so, ist da an ihm vorbeigelaufen. Das ist halt Pech. Das ist wirklich Pech. Aber wir wissen jetzt ja echt, wie es geht. Also mit dem Verlangsamungszauber ist das an sich kein großes Problem, wenn man den immer wieder reaktiviert. Okay, da vorne müsste irgendwo der Hügel sein. Okay, ich trinke erstmal was. Wieder da ist. Das ist vielleicht doch nicht der Hügel. Nee, da ist. Ist das Kupfer? Das war der Kupfer gewesen, oder? Diese braunen Steine. Jo, alles klar. Sind wieder da. Sehr, sehr cool. 170 Kupfererz, 3 Eisenerz. Magischen Steine. Achso, da kann ich ja gleich mal hier Kugeln craften, das würde ja Sinn machen.
So, ich habe jetzt erstmal. Das müsste eigentlich erstmal ausreichen. 5, 10 Verlangsamungszauber gemacht. Das passt erstmal, denke ich. So, und dann sammle ich jetzt noch ein bisschen Kupfer ein, was das Gewicht erlaubt. Und, genau. Vielleicht, noch 5 Minuten. Ich hätte halt gerne noch mal geschaut wegen Eisen und so. Deshalb müssen wir jetzt wirklich schnell mal in Erfahrung bringen. Was finden. Sehr wichtig. Weiße Vögel unterwegs, was geht? Okay. Es sind ganz viele weiße Vögel. Sind die Akro? Und hier sind weiße Kristalle im Wasser. Riesengroße. Okay. Was müssen wir uns nächstes Mal unbedingt zusammen angucken? Ja. Finde ich interessant. Ich wollte halt auf den Berg gucken wegen Mithril. Wie sieht denn Mithril ist. Wie sieht das aus? Weißt du was? Nee, keine Ahnung. Also Eisen sieht aus so ein bisschen wie schwarze Kristalle. Also so. Wir sind weiße Kristalle, das ist bestimmt Mithril. Das kann sein. Ich habe Angst, dass die mich irgendwie angreifen. Das sind voll viele Viecher. Naja, wer nichts wagt, dann nichts gewinnt. Ich habe jetzt Kupferpanzerhandschuhe. Lichtstein. Lichtelement bekomme ich hier. Das ist auch cool. So braucht man das denn? Das braucht man später auch. Ich weiß nicht. Auch wofür das gut ist, aber es kann man auch mehr sein und so und braucht man gleich auch für Zauber und so. Alles klar, dann müssen wir jetzt wo mal Lichtstein bekommen. Oh, ich kann auch Rune der Schwerkraft. Eisenstiefel und Eisenpanzerhandschuhe. Okay. Schade, ich hoffe, das ist Mithril. Schwarze Kristalle. Für die Schwefel. Oh nein, das ist schon 59. Okay, ich muss nach Hause. Für die Schwefelsachen braucht man Dunkelstein. Ich auch nochmal ganz schnell auf den Berg hier. Hattest du schon mal einen Erdelementarkern gefunden? Ja, ich glaube. Ah, hier sind ganz viele Greifen. Ja, hier oben ist irgendwas. Ah, das sieht nach was Gutem aus. Kämpfen die gerade? Okay, die kämpfen gerade. Probier es mal. Was ist denn das? Mithrilerz! Ah, cool. Soll ich den Lichtstein erstmal wegwerfen und den vollhauen mit Mithrilerz? Mhm. Das brauchen wir eher, oder? Ja. Obwohl, ich glaube, wir können das auch noch nicht schmelzen. Wieso? Weil ich noch 1,8% brauche, oder hast du Überleben schon Angst? Ja, die 1,8%, die kriegt sich wirklich schnell, oder? Jetzt versuchen. Aber ich glaube nicht in dieser Session. Ja. Aber ja, hau voll. Ja, ist doch nice, dass wir es jetzt finden hier. Ja, richtig gut. Aber die Musik hier ist schon wieder so episch. So schade, dass ich gerade hier alleine bin, das hat dir auch gefallen, die Musik ist übelst gut. Ja, dann hau ich den Lichtstein wieder weg erstmal. Mithril ist wichtiger. Ja. Okay. Ah, richtig fett. Müssen wir dann nur noch gucken, wo wir Eisen finden.
Ja. Mithril ist ja eigentlich schon eine Stufe drüber, so. So, wie sieht's Gewicht aus? Eine Ladung geht noch. Ich muss nur aufpassen, dass jetzt hier keine komischen Greifen kommen. Also, kannst du dir merken, das ist direkt neben dem großen Baum. Den habe ich mir jetzt auch noch nicht genau angeguckt, den großen Baum. Das ist gut, den will ich mir dann gucken. Da ist es quasi... da ist gleich ein Vorkommen, oben auf dem Berg. Okay. So, schaffst du das noch? Gewicht 300, ja, 396 von 409, passt. So, gut, ich komme nach Hause. Ich eile. Ja, nochmal ein Foto machen. Mal wissen. Ja, Foto. So, da gibt's Mithril. Und da komme ich jetzt nach Hause geschwebt. Okay, den Baum gucke ich mir jetzt echt nicht genauer an. Das machen wir dann zusammen mit der Kirali. Ja, und zwischen dem großen Baum und unserer Base ist so ein See. So ein schmaler, sichelförmiger See. Und da sind ganz viele weiße Vögel und so, die herumschweben. Und da gibt es Lichtstein. Okay. Ganz viel. Und Eisen hast du gesagt? Das Eisen sieht bestimmt aus wie Lichtstein in Schwarz, würde ich denken. Ich habe Angst, dass die Vögel aggro sind, wobei die sehen eigentlich voll lieb aus. Man weiß ja nie. Kann ja nie wissen. Und ich glaube, das ist auch ein richtiger Drache, der da schwebt. Das ist keine Bifern. Aber hier sind noch weiße Kristalle, keine schwarzen. Das klingt alles tendenziell sehr schön und sehr gefährlich. Jo, aber ich bin gleich zu Hause. Und es ist auch nichts an mir dran oder so. Aber ich glaube, das sind richtige Drachen, die da rumschwirren. Gleich bin ich da. So. Kannst du mir helfen, das Mithril-Erz irgendwo einzulagern? Am besten gleich in die Fortschuss, dann können wir das nächstes Mal, sobald ich da noch ein Level höher bin, schmelzen. Ja. Ach, du hast auf dem Dach gepackt? Ja, klar. Aber man kann nicht alles tragen schon? Ich kann alles tragen, witzig. Oh, du hast einen Lichtelementarkern. Ja, den habe ich nie vergessen wegzuwerfen. Liegt ja auch nicht. Ja, das ist doch gut. Ja. Wir müssen mal rausfinden, wie wir Feuerelementarkern und Erdelementarkern. Können wir coole Rüstung herstellen. Mhm. So, überall Mithril drinne. Und jetzt muss man das halt freischalten. Und das kannst du aber gleich, ne? Dass du das quasi verarbeiten kannst. Weil wollen wir da einen Teil davon auch mal nicht verschmelzen? Vielleicht stellen wir fest, dass das ist wie mit dem Kupfer. Dass man das auch für andere Sachen braucht. Unverarbeitet. Mhm. Ja, können wir machen. Okay, ich habe mal 170 gesichert. So, ist denn jetzt meine... Moment, ist das noch hier drinne? Nee, das nicht. Okay, strange. Jetzt aber. Okay, dann hole ich hier mal noch ein bisschen was rein, damit sich das verteilt. Okay! Und ich bin Stufe 40. Ich überlege mir bis nächste Session auch, ob ich dann auf Mana gehe oder nicht. Oder ich probiere es zumindest mir bis dahin zu überlegen. Und das Einzige, was uns jetzt wirklich erstmal noch fehlt, was mir jetzt einfällt, ist Eisen. Oh, also zu wissen, wo wir das finden. Das finden wir auch noch irgendwie raus. Nächste Session werden wir dann gleich noch einen Panther tamen. Das wissen wir jetzt ja, wie das geht, relativ gut mit dem Verlangsamungszauber. Und da können wir uns nämlich jetzt auch gleich einen Sattel machen aus dem Mithril für die Panther und so. Und dann geht's ab. Jo, was hast du für einen coolen Umhang, ey? Ich hab dir auch gerade einen gestartet. Sehen die cool aus? Ja, übelst cool. Ach, die Rüstung. Ah, dann müssen wir für den Helm austauschen. Schade, weil ich hab so einen guten Helm. Ah, sieht aber echt stylo aus. Magierrüstung. Hat die irgendwelche Boni auf Magie? Keine Ahnung. Ein Kapuzenumhang, gefertigt aus Fellen und Häuten, Teil einer gedämmten Tracht. Mhm, okay. Ah, magiesicher, du hast damit Magieresistenz. So sieht's aus. Das ist schon ziemlich cool. Weil der Helm, der bringt nur Rüstung zum Beispiel. Also die normale Rüstung. Und hier hast du dann magiesicher. Das heißt bestimmt, dass Zauber nicht so viel Schaden an dir machen oder nicht so viel wirken. Ja, gerade wenn die aus dir ein Schaf machen wollen, kannst du vielleicht damit die Wahrscheinlichkeit verringern, dass es klappt. Oder so.
Sehr gut. Das sieht schon geil aus, ey. Kann man sagen, was man will. Und ich habe noch so ein Schwefelkapuze, heißt das, gelernt. Das sieht so ähnlich aus. Ist nur, glaube ich, bis zum Boden. Und dafür braucht man halt noch ein Feuerelementarkern und Dunkelsteinsand. Die Beschreibung ist eine Kapuze erfüllt von Feuer- und Erdmagie, bevorzugt von Zwergen mit Zauberwirkungen, um sich gegen Wasser- und Luftelemente zu schützen. Okay. Ja, wir müssen wahrscheinlich gehe ich auch auf Magie, hab ich Bock. So. Alles klar, Leute, dann freue mich mega auf die nächste Session. An diesem möchte ich noch weitermachen, aber irgendwann muss man auch mal was essen und so, echt. Also, bis zur nächsten Folge, macht's gut, tschüssi. Tschüss. Das ist mit Kiralo, Leute. Tschüss. Genau. Ey, die Umhänge sind wirklich fett, Alter.